30 Jahre lang ging es im Bad Wildunger Stadtverkehr in eine Richtung. Nachdem zwei Kreisverkehre gebaut worden waren und nun fertig sind, wurde am Montag der sogenannte Stadtring in beiden Teilen aufgehoben. Für viele Gewohnheitsfahrer bedeutet dies eine Umstellung. Auf Streckenabschnitten, die bislang zweispurig befahrbar waren, ist nun Gegenverkehr erlaubt. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und einer Baufirma schraubten die alten Schilder ab und gaben somit grünes Licht für das neue Zeitalter im Bad Wildunger Stadtverkehr. Die Stadtplaner versprechen sich davon kürzere Wege und eine deutlich geringere Verkehrsbelastung. Der erste Fahrer in entgegengesetzter Richtung war ein Bad Wildunger. Er bekam von Stadtrat Manfred Janes und Ordnungsamtsleiter Martin Segler eine Urkunde und einen Blumenstrauß überreicht.